nach dem Mist vom letzten Mal. Ich bin nämlich auch. Ich schwör's dir. Ich brauche danach mit dir. Hey, Billy, okay. Grüß mich dann ab, wenn wir schließen. Ja, bis später. Hallo, dann, Dicker. Baby. Hey, Mann. Mann, haben wir schon Halloween? Hey, Mister. Sind Sie nicht so ein ganz harter Rockstar? Jen! Verdammt, hast du mich erschreckt. Sorry, Babe. Hey. Hey, Louis. Was ist? So ein riesiger Freak hat mich da draußen immer angestarrt. Wie ein Psycho. Naja, du hast ja eure Fans vielleicht nie so genau angesehen. Aber es sind nicht gerade die von Kenny G. Mann, das war anders. Der sah wirklich unheimlich aus. Oh, apropos, schnapp dir deine Kohle und lass uns gehen. Wir müssen zum Vermieter. Cooler Gig, Mann! Komm schon, wenn wir heute nicht zahlen, wohnen wir morgen unter einer Brücke. Ach, Jen, sonst hast du dich nie beschwert. Wir leben uns auseinander. Ich bin jetzt 21, zu alt, um auf der Straße zu leben. Und ich brauche Platz zum Lernen, wenn das College losgeht. Keine Autogramme, Psycho. Nacht, Leute. Bis nächste Mal. Bis dann, Alter. Was ist das? Ich will dir nicht wehtun. Ist das die Unbekannte? Ja, sie kam vorgestern Nacht rein, noch nicht bei Bewusstsein. Aber sie ist zäh. Ich habe schon viele leichter Verletzte verloren. 5 Rippenbrüche, doppelte Lungenperforation, Milzriss. Hat sie einen Bus erwischt? Kam mit ihrem Freund aus einem Club. Eine Bande griff die beiden an und ließ sie einfach liegen. Ihn fand man ein paar Blocks entfernt. Er liegt 3 Türen weiter. Und? Was meinen Sie? 50-50? Kommen Sie, Doktor. Unten muss ein Kaffee mit Donuts behandelt werden.
Oh. Das war mal ein krasser Traum. Bin ich im Krankenhaus? Was ist denn passiert? Oh mein Gott, ich bin tot. Nein, 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 ich will noch nicht tot sein. Es fing doch gerade an, gut zu laufen. Louis und ich wollt... Oh mein Gott. Louis. Was ist mit uns passiert? Hä? Was bist du denn? Bisschen klein für den Sensenmann, was? Du bist nicht tot, Jennifer. Aber wenn du nicht leise bist und zuhörst, wirst du's bald sein. Ich heiße... Ach, du kannst mich einfach Scree nennen. Ich soll dich finden, dir ein paar wichtige Dinge zeigen und dich überzeugen, uns zu helfen. Tja, toll, dass ich nicht tot bin, Scree. Aber erklär erst mal, wieso ich dann auf mich drauf gucke. Das macht mir echt Angst. Deine körperliche Form, die noch dort liegt, ist sehr schwach. Dem Tod vielleicht nahe, doch noch nicht verloren. Das ist nur ein Teil von dir. Der andere Teil, dein Geist, das bist du. Ich habe dich aus dem Körper befreit, um mit dir zu reden. Jetzt, wo du frei bist, kann dein Geist an Orte reisen, die du dir nicht einmal vorstellen kannst. Aha. Bin ich also eine Art Astralprojektion? Im Wesentlichen ja. Und was sollst du dann sein? Ich bin meiner Herrin ein ergebener Diener und dir ein Freund. Jemand, dem du vertrauen musst. Jetzt musst du mir schnell folgen. Wir sind hier beide verletzlich. Okay, aber nur weil ich's cool finde. Ich war echt noch nie eine Astralprojektion. Okay, Jennifer. Was zum Teufel? Mein Gott. Was ist passiert? Wo sind wir? Fragen, Fragen. Wir sind nicht mehr in Mortalis. Wir haben ein Rifttor in den Nexus durchquert. Immer noch. Was? Wie ich schon sagte, wird dein Geist nicht mehr vom Fleisch zurückgehalten. Du hast die sterbliche physische Welt verlassen und stehst im Nexus, einem Konvergenzpunkt der Energien aus den vier Reichen Oblivions. Klingt wie aus einem von Louis' Fantasy-Büchern. Es ist real, Jennifer. Ich weiß, ihr Sterblichen denkt, ihr seid der Mittelpunkt aller Dinge, aber das stimmt nicht. Versuch jetzt bitte, das alles schnell aufzunehmen. Wir haben keine Zeit. Okay, ich versuch's. Nur eins, egal wo wir sind. Du musst aufhören, mich Jennifer zu nennen. Du klingst wie mein Stiefvater. Jen reicht. Die soll ich dir geben. Damit kannst du etwas über dein wahres Ich erfahren und, wenn meine Herrin recht hat, können sie uns etwas Schutz bieten. Was soll ich denn jetzt damit machen? Das sind Armschützer, sie gehören ans Handgelenk. Es ist wichtig, bitte vertrau mir einfach und leg sie an. Ich bin im Krankenhaus aus meiner Haut gefahren. Und man schleppte mich durch ein Rifttor. Rifttor. Und bin in Oblivion. Armschützer? Kein Problem. Ja, genau. Sie glitzern und sind ganz bequem für zwei Stücke Blech. Fast als wären sie für mich gemacht. Sind sie. Und, wie zieht man sie wieder aus? Gar nicht. Und der Typ verlangt, dass ich ihm vertraue. Wer ist diese Herrin, von der du erzählt hast? Ich diene Arella. Sie ist das Gute und Reine, die Kraft und die Tugend. Sie ist Rechtschaffenheit. Sie ist Großmütigkeit. Sie ist ein Mensch, ja? Sie ist kein Mensch. Sie hat weder Fleisch noch Blut, weder Gefühle noch Begierden. Sie ist eine der zwei Urkräfte, die das Universum beherrschen. Sie ist Ordnung.
Und wer ist die andere? Die andere Kraft ist Abaddon. Die Verkörperung des Chaos. Herr über Verderbnis und Zerfall. Er ist der ewige Feind meiner Herrin und der Grund meines Daseins. Ja. Weißt du, ich denke, du wirst mich dieser Arella vorstellen müssen. Aber ja, und sie wird hoch erfreut sein, dich zu sehen. Doch zuerst zeige ich dir mehr von Oblivion. Folg mir bitte. Skree, glaubst du, ich fange bald an, all das zu begreifen? Kannst du nicht mal was sagen, wovon mir nicht schwindelig wird? Ich glaube, dein Louis wurde vielleicht hierher gebracht. Louis? Hier? Du musst mir helfen, ihn zu finden. Komm mit, hier lang. Eins von denen also. Im ewigen Kampf zwischen Chaos und Ordnung muss auch das Gleichgewicht zwischen den beiden erkämpft werden. Und hier, im Herzen des Nexus, geschieht genau das. Die zwei Urkräfte zu sammeln, sie zu zügeln und ein sicheres Gleichgewicht zu wahren. Das ist die gewaltige Verantwortung des Kronos. Dieses Gerät ist auch gewaltig. Da hängt ja ein Typ in der Maschine. Wie gesagt, Jen. Kronos. Jetzt guckt er mich an. Vielleicht hört er dich ja auch. Ja, der Typ macht seinen Job bestimmt gut. Da drin. Da drauf. Verdammt, Skree, ist an das Ding angeschlossen. Kronos lebt im Herzen dieser uralten Maschine. Es gibt vier Reiche in Oblivion, Jen. Zwei auf Seiten der Ordnung, zwei auf der des Chaos. Jedes Reich hat sein natürliches Gleichgewicht und erzeugt die richtige Menge Urenergie, die in den Nexus gezogen und von Kronos an Arella und Abaddon abgegeben wird. Kronos regiert seit Urzeiten weise und gerecht. Er teilt ihnen beiden ausgewogene Kräfte zu. Ohne ihn gäbe es weder den Nexus noch Oblivion oder dein Mortalis. So einfach ist das. Wenn ich so weise wie dieser Kronos wäre, würde ich mir einen leichteren Job suchen. Mal abschalten und ein bisschen Urlaub machen. Ich kann nur hoffen, dass dein Verantwortungsbewusstsein so groß ist wie dein ausgesprochener Sinn für Humor. Ausgesprochen gut oder aus... Ausgesprochen unangebracht. Irre. Ein kleiner Troll, der mit mir schimpft. Geht's ihm gut? Das sieht echt nicht gesund aus. Nein, die gewaltige Macht des Chaos übermannt ihn. Abaddon setzt seinen uralten Plan in die Tat um, den Bruch mit der Ewigkeit. Er vergiftet heimlich die Reiche der Ordnung und stärkt die Reiche des Chaos. Der Narr erschüttert den Nexus wie ein Boot, das kurz vor dem Kentern steht. Sieh nur, wie der Wächter leidet, um die Oberhand zu wahren. Er schafft es nicht mehr lang. Komm mit, Jen. Wir haben keine Zeit. Okay, okay, ich komme. Lass mich bloß nicht hier sitzen. Thank you.
Es hilft nichts. Ich muss wohl doch nachfragen. Scree? Fragen, nichts als Fragen. Und wenn ich einmal will, dass du fragst, dann tust du es nicht. Was ist denn? Die Symbole da. Ah. Ich nehme an, du hast das bemerkt. Ja. Es gibt da eine auffallende Ähnlichkeit. Es ist identisch, du Trottel. Louis hat es ganz am Anfang für mich gezeichnet. Wie kommt es, dass das Symbol hier überall ist? Ich kann es dir nicht sagen. Können oder wollen? Du trägst das Mal, Jen, nicht ich. Ich weiß auch nicht alles. Das ist doch kein Mal, sondern bloß ein Tattoo, verdammt. Louis behauptet, es sei eine alte Schutzrune. Ich fand sie einfach cool. Woher kennt Louis das Symbol? Das ist äußerst wichtig. Er wollte es mir nicht sagen. Vergiss es. Bei all dem anderen Scheiß macht mir das bestimmt keine Angst. Komm weiter, Kleiner. Wo sind wir jetzt? Dies ist das Königreich Solum. Die Zeit steht still in den vier durch den Nexus verbundenen Reichen. In diesem Reich herrscht ewige Nacht. Und lass mich raten, ewiger Winter? Solum hat ein hartes Klima, aber nicht zu hart für seine Einwohner. Die Ferae sind starke, kluge Jäger. Wie bitte? Jäger? Jede der Welten Oblivions wird von einer anderen Rasse bewohnt. Und ja, die Ferae sind wild und manchmal brutal, aber grundsätzlich gut. Du wirst noch viel Schlimmerem begegnen, glaub mir. Na toll. Solum und sein Volk waren immer auf Seiten der Ordnung und gaben meiner Herrin Arella Macht. Und jetzt geht alles schief, habe ich recht? Ja, dank Abadons Ränkespielen. Durch sein Eingreifen in den Reichen zieht er alle Urenergie auf seine Seite und entzieht meiner Herrin damit ihre Lebenskraft. In Wahrheit kann keine Seite ohne die andere sein und bald wird alles zerstört. Der Typ verändert also die Umstände. Er sorgt für Chaos und macht damit seinen Job. Und wir müssen unseren machen. Also hör zu! Ups. Es tut mir leid. Das musst du mir nachsehen, Jen. Dir wird so vieles klar werden, Kind. Doch wir haben keine Zeit. Hey, mach dir keinen Stress. Mir geht's gut. Also, was ist hier zu tun? Packen wir's an. Danke, Jen. Gut, unsere Aufgabe hier, Jen, ist... ich habe nicht die leiseste Ahnung. Aber ich weiß, dass Solum vom Chaos befallen ist und dass wir die Ordnung wiederherstellen müssen. Ich habe gesagt, dass die Ferae brutal sind, doch sie leben in einem friedlichen Clan, haben Rituale und Kunst, eine geordnete Gesellschaft. Das Wichtigste für die Rasse ist ihr König. Er hat gewaltige Autorität, ungeheuren Einfluss, doch auf dem Höhepunkt seiner Macht muss er sich opfern und den Thron seinem Erben vermachen. Grässlich. Ah, ja, die Flammenkrone. Das ist die traditionelle Opfermethode. Gibt der König seine Macht nicht ab, verödet das Land und sein Volk muss ungeheures Leid ertragen. Leid wie das hier? Ja, genau. Der König heißt Herne. Stark, tödlich sogar. Doch seinem Volk immer ein guter Anführer, glaube ich. Ein Ferae-König wie unzählige andere vor ihm. Doch vor einiger Zeit sollte er die Macht abgeben. Und er hat sich selbst im Amt bestätigt? Er weigert sich grundlos, seine Herrschaft zu beenden und führt die Ferae damit ins Verderben. Dann sehen wir es uns an. Cool. Ja. Ein guter Einsatzplan. Hm?
Ich gehe jederzeit und gerne vor, wenn du das möchtest. Das klang nicht sehr freundlich. Suchen wir einen anderen Weg. Hörst du das Knurren, Skri? Es klingt nach Malkai. Das sind primitive Reviertiere. Riesenzähne, furchtbare Klauen. Mögen das Dunkle. Gut, das reicht. Ich gehe nicht weiter. Kein Stück. Ich nehme an, dass sie sowieso nur dich verspeisen würden. Na toll. Ich wäre ihnen wohl nicht schmackhaft genug. Stimmt. Du siehst nicht besonders lecker aus. Dann gehe ich mal vor. Mal sehen, ob ich was finde, das uns hilft. Ich warte hier, bis du wiederkommst. Thank you.
Wenn du Fragen hast, stell sie einfach. Ich gebe mir alle Mühe, dir zu helfen. Okay, und jetzt? Ich muss einen Weg finden, dich sicher durch die Höhle zu bringen. Hast du eine Ahnung, was wir jetzt machen sollten? Ich muss einen Weg finden, dich sicher durch die Höhle zu bringen. Das müsste gegen die Malkai helfen. Zurück, Mistviecher! Okay. Okay, und jetzt? Die Malkai fürchten das Feuer. Wenn ich hier ein Feuer entzünde, müsste sie das abhalten. Das müsste reichen. Ich habe die Höhle erleuchtet, Jen. Sie dürfte jetzt sicher für dich sein. Kleine Frage, auch wenn ich zickig wirke. Dürfte sicher sein oder ist sicher? Ist sicher. Gut gemacht, Großer.
Hast du eine Ahnung, was wir jetzt machen sollten? Wir sollten uns umsehen und Herne finden. Du kannst dir immer meine Karten ansehen. Ich trage alle Erkenntnisse darin ein. Weißt du, es hat auch Vorteile, klein und aus Stein zu sein. Wirklich? Aber sicher. Ich kann alle Wände, die aus Stein bestehen, hochklettern. Glaubst du nicht auch, dass uns das noch helfen könnte? Ja, toll. Okay, und jetzt? Ich glaube, Herne hat das Vereilandhaus mal als Jagdhütte benutzt. Kannst du mir mal helfen? Du stehst auch nicht auf der Speisekarte. Ich rieche, wie ich will.
Lady. Gib Lady näher, Birgili. Es ist Herne, keine Angst, ich kann die Dämonensprache. Deus anfinta du in dem Gen. Ebem oder Jimen di Arella. Eb Jimen Keferai. Ektas an setem Repka. Dieser Gnom will mir einreden, du wärst die Gesandte der Göttin Arella. Auf mich wirkst du eher wie ein ärmliches Halbblut. Skree, ich finde, wir können uns sowas ruhig gefallen lassen. Fremde, in solch gefährlichen Zeiten soll ich euch verjagen oder den Malkai überlassen? Vertraut mir, König Herne, wir wollen helfen. Helfen? Mir? Dann kennt ihr wohl den Aufenthaltsort meines Sohnes. Nein. Dann seid ihr nutzlos für mich. Es war eine Nacht wie diese, als Jared verschwand. Hören Sie, ich weiß, wie es ist, jemand zu verlieren. Mein Freund Louis ist entführt worden. Können wir nicht helfen, Jared zu suchen? Du siehst nicht aus, als wärst du eine große Hilfe. Nimm das. Vielleicht überlebst du die Nacht. Danke. Mehr Zeit habe ich nicht für Fremde. Ich muss zurück zum großen Tempel. Vielleicht werden meine Gebete heute erhört. Wir wissen wohl, wofür er betet. Für die Rückkehr seines Sohns. Los, komm, Skree, das schaffen wir. Suchen wir Jared. Gut, gut, wie du willst. Ich setze ihn auf die Liste. Hey, warum nennt er mich Halbblut? Vielleicht ist es wieder mal Zeit, dass ich vorgehe. Der Stein sieht irgendwie ganz anders aus als die anderen. Das ist ein Kraftstein. Die sind wichtig. Wirst du noch sehen. Du bist echt ein komisches Vieh, Skree.
Die Brücke ist kaputt. Wir müssen einen anderen Weg suchen. Ich muss Jen helfen, hier herüberzukommen.
Raum sieht aus, als fiele er jeden Moment um. Das sollte als Brücke ausreichen. So viele Erdbeben. Das Land leidet unter Hermes schlechter Urteilskraft. Er hätte den Thron vor mehreren Monaten aufgeben sollen. Er ist nicht Schuldskri. Wie soll er ihn aufgeben, wenn der Erbe fehlt? Natürlich. Natürlich. Wenn wir Jared finden, könnten wir das Gleichgewicht in Solum wiederherstellen. Mist. Da müssen wir anders reinkommen. Ohne Skre sollte ich besser nicht weitergehen. Da passe ich nicht durch. Da passe ich nicht durch. Gut gemacht, Chen.